Bam! 3, 2, 1, los! Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Folge haben wir die ganzen Quests gemacht, die hier im Olympischen Dorf aufgefallen sind und zu tun waren. Jetzt steht noch das Pankration vor uns, oder Pankration, je nachdem wie es ausgesprochen wird. Würde mich interessieren, wie es wirklich ausgesprochen wird. Und da dürfen wir dann jetzt weitermachen, so wie gut es hier im Kopf geht. Oh, ist ganz östlich, ja. Gut. Naja. Dann wollen wir mal loslegen. Sprich mit Paios. Bist du Paios? Dein nächster Gegner ist Dorieus. Er behauptet, er stamme von Herakles persönlich ab. Ha, ich werde ihm mal zeigen, dass es nicht so ist. Ich bin bereit. Hast du je gegen einen Olympiasieger gekämpft? Nein, aber ich bin bereit. Tja, du siehst nicht so aus. Du bist ja nicht mal eingeölt um Zeus Willen. Ich habe doch Öl. Es könnte nützlich sein und es roch so gut. Ich nehme es. Okay, gut. Dann darf ich mich jetzt selbst einölen. Juhu. Willst du mir Glück wünschen? Natürlich. Und falls du gewinnst, sollten wir mal zusammen Abend essen. Nein. Vielleicht spüre ich dich nach dem Wettkampf auf. Um dich beim Wort zu nehmen. Natürlich! Nach den Wettkämpfen! Na, nun gut. Du riechst besser als das letzte Mal. Bringen wir es hinter uns. Für Zeus. Wir sahen, wie aus einem Unbekannten ein Herausforderer wurde. Und nun sehen wir, wie er sich gegen den amtierenden Meister schlägt. Dorieus! Komm her, Dorieus. Dich machen wir jetzt fertig. Juhu. Für Ares! Zack. Boah. Ich sauge dir das Mark aus deinem Knochen. Na, komm her. Peng. Schöner Kinnhaken. Und noch ein. Wow. Streng dich ein bisschen an. Wow. Das war auch viel zu einfach. Nike! Mein Gott, war das einfach. Hab ihm zwei Kinnhaken gegeben und es hat gereicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Cool. Ey, wir sind Olympiasieger, Leute. Yeah, und das ist noch nicht mal nach einer Minute Kampf. Zwei Kinnhaken immer ausgeschaltet. Die Götter waren gnädig zu ihnen, unseren Helden. Doch es kann nur ein Sieger geben. Sparta! Mein Gott, sieht das sexy aus, so eingeölt. Dir gebührt ewiger Ruhm. Hey, immerhin, going for gold. Wir haben es zu was geschafft, Leute. Oh, erreiche selbst höhere Seltenerringe beim Händler Rabatte zu bekommen. Das ist eigentlich ganz lohnenswert. Griechische Athleten und Athletinnen, Pankrationshandschuhe. So, wir haben jetzt Olympia geschafft gerade eben. Jetzt wird aber erstmal einer gekillt hier. So. Ja, das lohnt sich natürlich mehr. Wir haben olympische Brustplatte. Pankrationshandschuhe, was können wir fürs Schiff nehmen hier? Haha, griechische Athletinnen.
Nee, ich nehme auch keinen Nucky Dice für mein Schiff. Dann nehme ich lieber die Männer des Hökers. So. Eudokea, die Verstümmlerin. Und hier haben wir Kalaria, die Seelenräuberin. Haben wir noch mehr? Hier haben wir zwei. Tulfo, der Gefräßige, und Pythias, der Freund des Hades. Und sonst nichts. Okay. So, wir haben es aber jetzt geschafft hier. Cool. Wir haben jetzt aber zwei Sachen, die ich machen möchte. Ich möchte einmal unseren Kultisten hier unten ausschalten. Kalias. Und Skylax. Sind wir den jetzt verfolgen? Und da möchte ich mal wissen, wo der ist. Wo ist Skylax? Kytos der Große. Skylax der Gerechte. Okay, da müssen wir nochmal hingehen. Naja. Jetzt aber erstmal Kalias dran. Und den kümmern wir uns zuerst. Was macht der denn da drüben? Ach, den können wir uns jetzt holen. Cool. Er ist bewaffnet. Was hat er dabei? Eine Sichel. Peng! Und haben wir ordentlich Damage gemacht. Na, komm her, Kumpel. Wow. So. What the fuck? Hang. Jetzt schmeißt du was wohl nicht um. Zack. Oh. Nicht gut. Hat der irgendwas vor? Entsende meinen Gruß an Hades. Okay, ihr jagt jetzt mich? Was macht der da? Ich will wissen, welches Level der Typ da ist. Söldner. So. Wir haben den Boss kennengelernt. Exkesia. Exekias, die Legende. Von den Söldnern der heutigen Zeit wurde einer besonders gefürchtet. Er war stets präsent, er wurde nie besiegt und auch im Alter war seine Klinge scharf wie zuvor. Exekias, die Legende, hinterließ eine Spur der Verwüstung und das heimliche Schweigen des Todes. Geringer Schaden durch Attentate. Auf Reisen durch die Welt mit einem Bärengefährten. Hoho, der wird hart. Der wird wirklich hart, Leute. Okay, gut. Wir haben jetzt bei den Kultisten wieder eingekillt. Es gibt neue Infos hier. Ist ein spartanischer König. Der Weise befürchtet innerhalb des Kultes schwach zu wirken. Der Weise will Brasidas Tod sehen. Ich glaube, das ist der mit P. Am Anfang des Namens. Dafür spricht dieser Dolch hier. Als Belohnung. Sifos ist Dionysos. Wir wollen uns jetzt aber erstmal um Skylax kümmern. Da geht's jetzt erstmal hin. Müssen wir ja die Karte nehmen, reisen erstmal. Fällt mir gerade ein. Auf nach Athen. Nee, Lokris, passt ja, ist ein kürzerer Weg. Gehen wir da hin. Ah, shit, ich will hier hin. Den schnappen wir uns jetzt, danach geht's dann rüber nach Böotien. Und dann wollen wir uns dann um die Quest der Spartaner kümmern. Aber ich möchte vorher noch dem Peloponneser ausschalten, also vom Peloponnesischen Bund ausschalten, und dann weiß ich, wer alles zum Peloponnesischen Bund gehört. Und dann weiß ich auch, welcher König es ist. Und ich nehme an, in Böotien werden wir dann erfahren, wer der letzte Kultist, also verbleibende Kultist im Peloponnesischen Bund ist. Und den haben wir uns auch noch kümmern. Vielleicht kann man ihn auch ausfinden, irgendwie vorher. Ja, auch eine Möglichkeit. Wir müssen einen spartanischen König killen. Das ist schon irgendwie ein bisschen hart. Naja. Ich meine, wir müssen auch den athenischen Anführer töten noch.
Aber wir können mal kurz gucken. Kultisten. Die Familie des Kultisten wird vom Kult bedroht. Setz deine Odyssee fort. Okay, gut. Ich werde ihn noch kennenlernen, zwangsläufig. So. Upp, und runter hier. Dann wollen wir mal. Lokris wieder unter spartanischer Herrschaft. Na? Ach, so hat es schon was Lustiges. So. Dann wollen wir erstmal schnell zum Hafen unser Schiff holen. Und dann gemütlich rüberschippern. Zu Skylax. Um ihn dann zu killen. Finde ich gut. So, komm her, Adrastea. Danach geht's nach Böotien und dann werden wir dort weiter kämpfen gegen die Athener wahrscheinlich. Viel. So. Ja, aber der Tod von Testiglas. Pech muss man haben im Leben. Vorwärts! So, komm. Mehr Ruder! Los! Genau. Legt euch ins Zeug! Schön vorwärts gehen hier. Schon ordentlich Speed, ey. So, gleich haben wir es geschafft. Kopfgeld wurde entfernt. Cool. Mal sehen, was wir gleich noch über den spartanischen König herausfinden. So. Noch 300 Meter. Der steht da oben auf der Klippe drauf, kann das sein? Ich glaube ja. Oder bereit machen. So. Dann wollen wir mal. Und rauf da. Hui. Der kämpft da gerade. So wie das aussieht. Ja, ein bisschen weiter abseits hier erstmal an Land gehen. Ich will nicht, dass er mich sofort entdeckt. Gegen wen kämpft er denn da? So. Bang. Oh, so schön einfach jetzt. Perfekt. Musst du nicht mal selber machen. Cool. Hang, du fliegst. So. Und weg mit dir. Ja, geil. ich wollte den Stück mal so unbedingt sehen. Für das Leid meiner Familie. Spartanische Heldenrüstung. So. Es ist auch tot. Was haben wir jetzt hier rausgefunden? Der Weise ist eine sehr reiche Person. Er schließt alles eigentlich darauf. Das wirkt wirklich alles so. Also ich glaube nicht, dass es der konservative Typ ist, sondern eher der andere Freak. Na gut. Auf nach Böotien. Wen haben wir denn da? Der Kentaur, die Eubia. Ich weiß gar nicht, wo ich genau hier hin soll. Gehen wir erstmal auf Quests. Töten oder nicht töten? Nee. Der Eroberer, das ist die Aufgabe. Ach, fuck. Wo muss ich da jetzt hin? Nach hier. Der kürzeste Weg wäre dann eigentlich von Attika oder von Meeres aus? Ich glaube, vom Altar des Zeus. Weil ich hier direkt losgaloppieren kann. Machen wir das mal. Da kann ich meinen Phobos nehmen und direkt rüber galoppieren. Da geht das ganz flott. Die Geld machen. Die Prägeanstalt für Athen war die produktivste im antiken Griechenland. Durch die Minen von Laureon konnte Athen reichlich Münzen prägen, die überall kopiert wurden. Juhu. Ein Hoch auf die Münzen Athens. Menschenfresser Seemacht. Der attische Seebund wurde 478 vor unserer Zeit zum Kampf gegen die Perser gebildet.
Die vereinten ionischen Städte und ägäischen Inseln trugen Geld und Vorräte zum Krieg bei. So. Phobos, komm her, mein Einhorn. Na los, komm. Da kommt's. Super. Mein zauberhaftes Einhorn. Dann wollen wir mal. Oh. Jetzt müssen wir das wissen. Ella, Ella. Nein, wirklich. Selbst das große Ding hier. Ach, geil. Ich finde es einfach nur cool. Leute, ich kann nicht sprechen, wenn ich also mit Phobos drauf bin. Na gut. Okay. Phobos, jetzt musst du schnell sein. Vorsicht. Niemand darf mich sehen. So. Komm schon. Triff den spartanischen Polemarchen. Ja, aber eigentlich spielt es alles dafür, dass der Typ, den wir auch an der Strafe getroffen haben, nicht Archimedon, glaube ich, heißt der konservative Typ, sondern der andere Typ da, der Jüngere, ist ja zum Kult gehört. Habe ich das Gefühl. Aber wir werden es ja gleich herausfinden. Yeah! Ella! Klonk! Hallo, ungeniebt. Jemand gestorben? Nö, nur einer umgeschmissen. Ich bin ein Arsch, Leute. Und rauf da. Ah, der schöne Sternenhimmel. Den Regenbogen schleier nicht hinterher. Hier passt es doch super. So. Die Eroberer trifft den spartanischen Polemarchen. Na los! Ich habe so viele Polemarchen der Spartaner auch gekillt. Dass der mich nicht angeschrien hat, der König. Finde ich eigentlich ganz cool. Oh, ich darf ins Militärlager rein. Oh, das fühlt sich schön an. So. Ich suche nach... Ah! Du! Stentor? Oh! Das ging voll auf die Nase. Malaka! Ich will dir helfen, du Idiot! Nicht nach Megaris! Nicht nach dem, was du getan hast! König Archidamos von Sparta schickt mich, um dir bei der Eroberung der Region zu helfen! So wenig vertraut er mir also. Und verlässt sich lieber auf einen verfluchten Söldner. Die Götter strafen mich mit deiner Anwesenheit. Wenn ich deine Bestrafung wäre, wärst du schon längst tot. Warum schicken die Könige dich? Stentor, bleib ganz ruhig. Ich bin hier als dein und Spartas Verbündeter. Wir haben doch schon zusammengearbeitet. Wir können es wieder tun. Deine Hilfe in Megaris mag die Region für Sparta gesichert haben. Doch ich verlor mehr, als ich gewann. Ich hätte dir damals nicht trauen sollen. Warum also jetzt? Ich bin nicht zum Spaß hier. Wie ist die Lage? Alles läuft bestens. Die böotischen Rebellen sind ein Problem, aber wir werden mit ihnen fertig. Was macht das spartanische Heer in Böotien? Wir belagerten die Athener, bis Kleon uns zurückschlug. Die Eroberung Böotiens würde seine Position schwächen. Der Wolf war tot. Ich wurde gebraucht. Ich konnte meine Männer nicht im Stich lassen. Ich habe den Wolf nicht getötet. Du solltest den Göttern dafür danken, dass sie mich schickten. Dein Auftrag ist der einzige Grund, warum du noch lebst. Du bist kein Verbündeter, nur eine Waffe. Dann setze mich ein. Du bist der Aufgabe nicht gewachsen. Versuch's. Es gibt vier böotische Helden, die für Athen kämpfen. Aristeos, Deianira, Nicea und Drakon.
Glaubst du, du kannst sie töten? Ich würde gern sehen, wie du es versuchst. Ich sagte doch, wir kriegen das hin. Na dann, finde ich diese Helden und schalte sie aus. Ich bezweifle, dass das so einfach wird, wie du glaubst. Aber ich bin froh, dass du inzwischen Befehle befolgen kannst. Wo finde ich diese mächtigen Böotier? Ich weiß es nur von zweien. Es gibt Berichte, dass sich Aristeos in der Festung von Gla aufhält. Nessea wurde zuletzt in den Wäldern im Osten Thebens gesehen. Stimmt, wir können jetzt auch Themen. Ich dachte, die Böotier hassen grundsätzlich jeden. Warum verbünden sie sich mit Athen? Sie sehen sowohl Sparta als auch Athen als Feinde an. Aber Athen war zuerst hier. Und sie schlossen eine kurzfristige Allianz. Was ist so toll an diesen Helden? Es sind nur 4 Sterbliche gegen das ganze spartanische Heer. Sparta hat seine Armee. Und Böotien hat seine Legenden. Sie sind ein Symbol für das, was dieser Ort einst war. Je eher ich das erledige, desto eher erobern wir Böotien für Sparta. Na, dann wollen wir mal, Leute. Neue Söldner entdeckt? Sind das jetzt Söldner oder wie? Nö. So, für eliminiere die. Astaios letzter Kampf. Okay. Die Festung Gla. Na, dann wollen wir da hin. Genau hier ist er. Immer wissen, wo wir hin müssen. So. Und einmal rüber hier bitte. Danke. Phobos, komm her, wir müssen los. Mensch, hast du dich hergezaubert. Cool. Dann wollen wir mal. So, in Themen rein möchte ich erstmal noch nicht. Ich will mich direkt erstmal um diese Festung kümmern. Ja, es sieht auch einfach wunderschön aus. Guckt euch das mal an. Mein Gott, ich habe so Bock auf Griechenland. So ein Bock. Würde mich nicht wundern, wenn Tatsache die Tourismusbranche sogar von diesem Spiel profitieren würde. Wäre ja irgendwo auch geil, oder? alles verbrannt. Sieht ja nicht so schön aus, wenn er erstmal da ist. Na gut. Dann wollen wir mal. Ey Leute, wir haben jetzt schon 62 Folgen zusammen abgeschlossen. Jetzt Folge 63. Ich habe so einen Bock auf dieses Spiel und das alles habe ich innerhalb der ersten Woche gemacht, in dem das Spiel draußen ist. Krass, oder? Wow. Es gab mal eine Woche her, als das Spiel rauskam. Ich feiere das so hart, ey. Das ist so ein geiles Spiel. Das war auf jeden Fall seine 60 Euro wert, was ich dafür ausgegeben habe. Aber ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was für Spiele euch denn noch so reizen würden. Ob ihr irgendwie jetzt Spiele habt, die ich auch machen soll. Ich habe jetzt zum Beispiel auch an Tomb Raider gedacht. Das hält er ja relativ gut mit, finde ich persönlich. Mittlerweile. Ich muss mit ihm sprechen. Weisheit in der Sphinx. Das kann erst mal warten. Neblig. Die auch noch nicht gehabt. So, ein Kristall. Urikalkos-Erz. Aha. So, Phobos, wir gehen schwimmen. Ist Phobos tot? Nee, ist er nicht. Dann wollen wir mal rüber. Wirkt ja fast so, als könnte man auf der Insel hier einen Adlerposten synchronisieren. Wäre schon cool. Machen wir das mal schnell. So, die Sonne geht auf. Müssen wir jetzt schnell sein. Können wir auch die Dunkelheit nutzen, weil weniger Leute wach sind. Kopfgeld entfernt. 80 Meter noch. Ob wir es denn noch erzählen können, dass Nikolaus eigentlich lebt? Und sich nur versteckt hat. Wäre ziemlich cool. So, komm, hoch, Leute, hier.
Den Kampf habe ich wohl verpasst. Oh, angerufen. Shit. So, Leute, ich wurde gerade angerufen. Aber, oh, den da kennen wir doch. Wer ist denn das? Pater. Alexios, was machst du denn hier? Ich wollte ihn töten. Er wäre dir nicht gewachsen gewesen. Aha. Schön, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Du hast mir in Megaris gezeigt, dass ich meine Ehre lange verloren hatte. Es gibt keine Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Aber ich kann mein Versprechen an Stento erfüllen. Hier hätte ich dich zu allerletzt erwartet. Ich übertrug Stento die größte Verantwortung, die ein Mann tragen kann. Ich konnte ihn damit nicht alleine lassen. Wie rücksichtsvoll. Der Tod der Helden schwächt den Einfluss der Athener in dieser Region und die Moral der Rebellen. Du kommst den weiten Weg, um Stento zu helfen? Gut. Er braucht dich. Es war höchste Zeit, dass ich für die einstehe, die mir wichtig sind. Allerdings. Du hast dich sehr verändert. Nein, so bin ich immer gewesen. Du warst nur nicht da, um es zu sehen. Daran werde ich nichts mehr ändern können. Aber jetzt kann ich für jemanden da sein, der mich braucht. Ich muss Stento noch etwas mit auf den Weg geben. Ich wünschte, du hättest mir damals in Sparta geholfen. Aber Stento braucht wirklich Hilfe. Auch wenn er es sich nicht eingestehen will. Stento ist ebenso Teil deiner Familie wie ich. Du kannst wenigstens für ihn da sein. Das werde ich. Er mag mich hassen. Doch ich bin froh, dass ich ihn traf. Irgendwie. Leb wohl, Alexios von Sparta. Er war geil, das. Wir Nikolaus noch wieder treffen, finde ich cool. Und ich habe den Loot bekommen. Finde ich gut. Es finde ich saugeil. Hätten wir getötet, wäre die Geschichte ganz anders verlaufen. So, wer ist das hier? Geschwisterrache? Eine Lebensaufgabe. Okay, Quests. Machen wir die nächste. Ah, in der Stadt Orchomenos, westlich des Kopaissees. Okay. Es wird also hier sein. In diesem Ort. Aber erst werde ich hier synchronisieren. Wenn ich schon mal da bin. So. Ey, ist das geil. Hätten wir ihn damals getötet, wäre er jetzt nicht hier gewesen. Finde ich cool, wie das noch meine Geschichte beeinflusst. Finde ich wirklich cool. So, dann wollen wir jetzt erstmal rüber hier. Und dass wir nach Nikolaus wiederkamen. Ich hoffe mal, dass wir auch dabei sind, wenn er auf Stentor trifft. Wäre cool. Jeder denkt nämlich, dass wir ihn getötet haben. Vor allem von den Leuten, die uns wichtig sind. Die stellen keine Fragen. Ich mal schauen, wie Stentor reagiert, wenn Pater mal bei ihm wieder vorbeischaut. Vielleicht wird Stentor zum Ende der Geschichte dann wesentlich freundlicher zu uns. So. Oder glaubt auch, dass wir Geschwister sind. Wir haben einfach nur mal geiler. Haben wir einen Bruder und eine Schwester. Mensch. Und später leben wir ja alle zusammen vereint in dem alten Haus. Von Alexios, Cassandra, Myrene, Nikolaus und Stentor. So, rauf aufs Schiff. Und runter hier. Ort haben wir entdeckt, dann werden wir uns erstmal synchronisieren. Danach kümmern wir uns erstmal um dieses Ziel. So. Danke für die Karte. Hier geht's erstmal hin. In der Stadt Orchomenos, westlich des Kopaissees.
Darf ich jetzt hier etwa die ganze Karte absuchen, oder wie? Naja. Hauptsache erstmal wird synchronisiert. Das wäre noch am wichtigsten. Richtig geil hätte ich es ja gefunden, wenn Creative Assembly mal hier eine Kooperation gemacht hätte. Mit Ubisoft. Und auch die ganzen Fraktionsbanner aus Rome 2 hier mit drin wären. Wäre irgendwo lustig gewesen. Auch die Soldatentypen ähnlich ausgesehen hätten. Es hätte gut gepasst. Also weil dieselbe Zeitspanne bearbeitet haben. Wäre schon cool gewesen. Da hätte man auch Charaktere wie Alexus einbauen können ins Spiel. Wäre schon cool. Hätte mir gefallen. Hätte was gehabt. So hoch mit dir, mein Freund. Dann synchronisieren wir mal. Und jetzt müssen wir den Typen finden. Das wird jetzt ein Spaß. Ich dachte wahrscheinlich erstmal quer durch die ganze Stadt durchlaufen hier. Zack. Dann wollen wir. Wo kann ich den finden? Es wird doch hier irgendwo ein Lager geben in der Stadt, oder? Vielleicht da. Ich kann mir gut vorstellen, dass der da irgendwo ist. Na los, komm. Dianera. Haus von Pindar. Das Gebiet wird gut bewacht. Nee, hier ist er anscheinend auch nicht. Wie soll ich den denn finden? Vielleicht mit der Quest hier vorne? Finde Eliminiere Dianera. In der Stadt Orchmenos, westlich des Kapais, hier gibt es Informationen. Es wird Geschwisterrache sein. Dann gehen wir da erstmal hin. Vielleicht haben die Infos für uns dann. Das kann ja durchaus sein. Ein weiterer Söldner. Laios der Schlangenhaarige. So. Was hast du für mich zu erzählen hier? Das klingt traurig. Ich spiele für Abreas, mein Bruder. Was ist geschehen? Er wurde von Astra und Dianera getäuscht und ermordet. Ich dachte mir, wenn ich hier am Wasser spiele, kann er es vielleicht bei seiner Fahrt über den Styx hören. Warum sollte jemand deinen Bruder ermorden? Abreas war gegen die Allianz mit den Athenern und hat den Helden vorgeworfen, Böotien zu verraten. Anscheinend hat er Dianeras Loyalität bezweifelt. Und zu Recht. Sie lockte ihn zu den alten Übungsplätzen und ermordete ihn, um dem Rest der Region eine Botschaft zu senden. Mhm. Sollte ich diese Namen kennen? Dianera ist eine Heldin von Böotien und Astra ist ihre Cousine. Sie machen alles zusammen. Sogar Morden. Es überrascht mich, dass jemand mit so einem Namen Hilfe braucht. Abreas und ich haben als Kinder mit ihnen gekämpft. Sie arbeiten zusammen und decken gegenseitig ihre Schwachstellen ab. Oh, das wird nicht. Dann sind sie allein schwächer. Auch ich verlor Angehörige. Es ist deine Pflicht, ihn zu rächen. Ich will Dianera nicht töten. Ich will, dass Astra an ihrer Stelle stirbt. Ich soll ihre Cousine töten? Ganz genau. Ich töte Astra für dich. Sie nahm Abreas eine Kette ab, die ich für ihn gemacht hatte. Ich will sie zurück. Ich sehe, was ich tun kann. Böotien ist groß und ich habe nicht viel Zeit. Natürlich. Ihr Lager ist am nördlichen Ufer des Kopais-Sees. Warum soll ich Dianera nicht töten? Sie und Astra stehen sich sehr nah. So nah wie Abreas und ich einst. Ich will, dass sie denselben Schmerz spürt, denselben Verlust. Der Tod wäre viel zu gut für sie. Du bist ja ein bisschen böse. Werde deinen Bruder rächen. Hab Dank, Söldner. Dianera und ihre Leute haben ein Lager östlich des Orchomenos. Vermutlich wirst du Astra auch dort finden. Na, dann wollen wir dahin.
Na, dann wollen wir mal. Astra lebt im Bootschen. Für sie nördlich über Skopais siehst, sie ist meistens auf Astras Ausbildung zu nennen. Na gut. Dann wollen wir dahin. So, komm her. Hoch mit dir. Da haben wir was. Da ist ein Lager oben. Dann wollen wir da mal hin. So, wenn Astra tot ist, dann wird natürlich die andere noch viel sauerer. Also, viel, viel sauerer sein. Wenn wir gegen die kämpfen. Aber das ist gut, dass er demnächst einen nach dem anderen töten. So. Aber ist doch sicher das richtige Lager, oder? Shit, nee, ist nicht dahin, muss ich. Fuck, naja. Phobos, komm her, wir müssen schnell sein. Und los! Dann wollen wir mal. Habe ich gerade was vertauscht. Ella! So, einfach ein bisschen näher hier. Und dann kann er auch wieder rauf. Da ist so. Astra. Die pennen alle noch, super. Ach! Kosmos! Mhm. Okay. Schön zu wissen. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Wir werden mal die Kultistenwachen zuerst ausschalten. Shit. Einer mit dir. Er ist weg. Und ich auch. Das wird ein Spaziergang. Wow. So, komm her. So. Komm her. Oh, fuck. Oh, shit. Was hab ich gemacht? So, komm her. Na, komm, gib mir die Brandpfeile. Mist. Zack. Oh, fuck. Diesen Trick kennen wir schon. Den haben wir auch drauf. So, jetzt würde ich aber gerne die Pfeile wieder aufstocken hier. Die brauche ich nämlich. Fuck, ich muss auf den Köcher. So, gib her. Nochmal. Na, und... Oh, das war knapp. Oh, war das knapp. Treffer. Nochmal. Oh. So. Ja, ich krieg wieder Lebenspunkte. Perfekt. Oh, shit. Oh, shit. Einmal durch hier bitte, danke. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Hat mal. Oh, fuck. Komm her. Perfekt. Verfehlt. Mist. Und weg hier. Wow! Komm schon. Danke. Ah, ich brenne schon wieder. Nein, ich bin tot. Fuck. Scheiße. Ah, ey. Blöd gelaufen. Leider wurde ich erwischt. Wäre ich nicht erwischt worden, wäre es alles möglich gewesen. Naja, gut.
Aber Leute, das ist der perfekte Zeitpunkt für heute, einen Schlussstrich zu ziehen. Wir machen dann morgen weiter bei der nächsten Folge, wo wir dann nochmal Astra wirklich ausschalten wollen und das ganze Lagerfeuer natürlich vorher abmeucheln. Ich wünsche euch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.